Entschuldigung, du mit der blauen Tasche. Du mit der blauen Tasche, ja genau, du bist gemeint. Bleib mal ganz kurz stehen. Ich habe auch nicht, muss gleich weiter. Ganz kurz. Ich finde dich echt attraktiv. Ich dachte, ich muss dir einfach mal ein Kompliment machen. Bleib mal stehen, ganz kurz. Mäuschen, ich habe echt keine Zeit. Egal. Mäuschen? Hast du mich Mäuschen gerade genannt? So darf ich keine Frau nennen. Ganz kurz. Ich muss eigentlich auch gleich weiter. Ich bin ins Alexa gehen, aber ich finde dich echt mega attraktiv. Ich möchte gerne mal mit dir einen Kaffee trinken. Das ist echt niedlich. Schau mich an. Du kommst bestimmt gerade vom Sport, schätze ich mal. Richtig. Bist du sportlich, ja? Ja. Cool, dann können wir mal zusammen ein paar Sit-Ups machen. Beim Kaffee trinken so. Sit-Ups an. Ja, wie sieht's aus, die Tage? Du bist aus Berlin, nehme ich an. Ja, ich auch. Welcher Bezirk? Ja, welcher Bezirk? Cool. Ich wohne in Charlottenburg. Mhm. Wie sieht's am Mittwoch aus? Mittwoch gehe ich auch zum Sport. Also ich kann immer dienstags und donnerstags, ich habe schon mal Spätdienst. Und mittwochs und montags sind meine Sporttage. Ja. Bleibt da eigentlich nur Freitag, aber Freitag kann ich auch nicht, da habe ich Friseurtermin. Eine Stunde werden wir Zeit finden füreinander. Montag, nächste Woche. Montag, nächste Woche. Dann lasse ich Sport ausfallen. 16:30 Weltzeituhr, okay? 16:30 Uhr, sagen wir, ich hole dich in der Charlottenburg S-Bahn ab und wir gehen da an der Bar einen Kaffee trinken, dort sind ein paar schöne Charlottenburg, S-Bahnhof Charlottenburg. S-Bahnhof Charlottenburg. War schon mal in Charlottenburg, oder bist du so völlig fern? Nein, also ich gehe auch mal in die S-Bahn. Bist du so ein Ossi, ein richtiger, bist du ja geboren dann auch. Richtig, aber ich gehe meistens am Feier, aber ist ja egal. Dann bist du eher so eine Feine, ne? Nicht so eine abgefuckte Hipster-Pussy. Nee, das habe ich mir abgelegt, weil es überhaupt nicht mehr mit dir ist. Muss ich ehrlich sagen, weil die Leute, die haben sie nicht mehr alle. Das ist der Grund, warum ich dich angesprochen habe, weil hier in Berlin gibt es so viele Hipster und du stichst da einfach, fällst durch die Raster. Ach, ehrlich? Ne? Auf jeden Fall, ja. Okay, dann lass uns Nummern austauschen, damit wir, ich würde dir einfach schreiben, noch, also wir sagen einfach nächste Woche 16:30 Uhr fest, der Charlottenburg S-Bahnhof. Falls es irgendwie was dazwischen kommt bei mir, melde ich mich einfach. So, gib mir einfach deine Nummer, ich klingel dich dann an. 01. 577. Mhm. 5 oder 4? 5? Klingel mal 5? Ich glaube, es ist 5. Klingel mal einfach mal an, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich, mit Zahlen habe ich es nicht so. Ja, okay. Wie war dein Name denn noch? Richtig Deutsche. Ja, das sieht man nicht an. Nee, du bist ein bisschen, hast einen leicht exotischen Touch. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, ruf mich gerade mal anders an. Ich schätze, ich würde dich sonst auf was Italienisches einschätzen. Bella, bella. Na, mich hat man auch schon als Spanierin eingestuft, aber bin ich auch nicht. Okay, was denkst du, was ich bin? Italien? Weil ich schon so sage? Nein. Ich bin deutsch und mein Vater ist bulgarisch. Also ich bin das Beste von allem. Ich vereine die positiven Eigenschaften der Deutschen und die positiven Eigenschaften der Bulgaren. Okay. Und ich bin quasi so das Nonplusultra, was auf dem Markt erhältlich ist. Aha, okay. Ich habe zu viel Selbstbewusstsein, das ist super. Okay. Muss ich noch dran arbeiten. Ja? Du wirkst nicht so. Du hast eine sehr positive selbstbewusste Ausstrahlung. Also wenn mich etwas nervt, dann sage ich das auch mal arbeiten. Ich habe mich auch mal das Arzt. Hier, dann zeigst du denen, wo es lang geht, oder wie? Nein, also so bin ich nicht. Also, ich habe das gemacht. Er kann mir sagen, was schlecht ist oder nicht. Meine Kollegen genauso, aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und dann kann ich auch mal mit der Versorgung. Okay, das gefällt mir. Eine Frau, die weiß, was sie will. Ja, genau. Okay, dann. Hab mich gefreut. Wie ist dein Name? Ich bin John. Gut, wie ihr gesehen habt, hartnäckig sein ist das A und O im Verführungsprozess. Wenn ihr die Frau seht und ihr sagt, hey, bleibt mal kurz stehen und sie geht weiter, hat das noch lange nicht zu bedeuten, dass ihr schon verloren habt. Ihr könnt dann der Frau nachrennen, ihr könnt sie wirklich stoppen und das ist wirklich ein ernst gemeinter Tipp von mir, bringt die Frau immer zum Stoppen. Ihr müsst die volle Aufmerksamkeit einfordern und das schafft ihr, indem ihr die Frau zum Stoppen bringt. Deshalb, sprecht die Frau an, stoppt sie. Wenn sie stehen bleibt, macht ihr klar, warum ihr sie ansprecht. Sollte sie trotzdem weitergehen, rennt ihr nochmal hinterher, bringt sie wieder zum Stehen, schaut ihr tief in die Augen und sagt, hey, ich meine das ernst. Ich spreche dich an, weil ich dich wirklich attraktiv finde. Und ihr werdet sehen, die Frau wird oftmals
wird es oftmals mögen, dass ihr so hartnäckig bleibt. Natürlich solltet ihr die Frau auch nicht belästigen, aber es ist so, die Frau, die kennt euch nicht. Und in den meisten Fällen, wenn ein fremder Mann einfach in ihrem Alltag eindringt, dann ist sie einfach, sie baut eine Schutzmauer auf. Und diese Schutzmauer müsst ihr durchdringen. Das schafft ihr, indem ihr charmant seid, indem ihr hartnäckig bleibt und offen. Dann habe ich einen Date-Vorschlag gemacht und sie hat gesagt, sie kann da nicht. Anstatt jetzt einfach den nächsten Date-Vorschlag zu bringen, halte ich einfach den Mund und warte, dass sie einen Gegenvorschlag macht. Das mache ich öfters, denn so beginnt die Frau in die Konversation zu investieren. Ihr sollt auf jeden Fall diese Spannung aushalten, denn diese Spannung erzeugt ein gewisses Prickeln. Und die Frau ist eher gewillt, wenn ihr ein Statement nach dem anderen bringt, kann die Frau gar nicht von sich aus etwas Neues erzählen. Ihr müsst auch ein bisschen Pausen schaffen, damit die Frau von sich aus Fragen stellen kann und in die Interaktion investieren kann. Das ist sehr wichtig. Ja, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.